Werte Freunde der Uhrmacherei, damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Uhrmacherwerkzeug erklärt. Heute mal mit meiner Poliermaschine bzw. meinem Poliermotor mit der Absaugung. Ist eigentlich eine sehr wichtige Sache, braucht der Uhrmacher jeden Tag mindestens ein, zweimal. Goldschmiede auch ganz oft, Zahntechniker haben auch solche Gerätschaften. Aber ja. Also gibt es ein bisschen breitere Verwendungsmöglichkeit. Hier in dem Fall für Uhrengehäuse, manchmal auch ja, zum Entrosten, zum Schleifen auch. Also habe ich das auch schon genutzt für Polierarbeiten an Uhrenteilen. Ganz wichtig, Schraubenköpfe zum Beispiel. Ne? Also bevor man die dann blau anlässt, möchten die einen schönen Glanz haben. Da für diese ganzen Geschichten nutze ich die Gerätschaft. Ich habe die extra fürs Film äußerst aufwendig geputzt. Ja, so sauber war die doch nie. Aber ist vielleicht also eine Anregung für mich selber, das in Zukunft auch so beizubehalten. Meine Herren, macht schon was her. Also kann ich mir nur selber empfehlen auf gut Deutsch. Ja, was sieht man hier? Klar, der Karsten, wenn einmal was aus der Hand fliegt, kann ja mal passieren. Wir sind alle nur aus dem, ja, wir sind alle nur Menschen. Dann fliegt das nicht einem gleich am besten in den Kopf rein, sondern gegen irgendeine Wand. Man sieht jetzt hier auch schon diese, ja, schlimmen Schüsse, möchte ich mal sagen, wo Farbe hinten abgeplatzt ist. Das war ich nicht. Ich habe die Maschine gebraucht gekauft. Ich werde mir aber noch jetzt, wo das auch so schön sauber alles ist, so eine Gummimatte kaufen und die da hinten reinkleben. Dann hat das Ganze noch mehr Schutz, vor allem auch feine Uhrengehäuse. Ich habe das auf Arbeit erlebt, dass man auch richtig tiefe Kerben sich reinhämmern kann. Das musste dann aufwendig aufgelasert werden. Das will man sich eigentlich alles ersparen, diesen Mist. Hier ist ein Sieb, wo also ja drunter noch die Absaugung mit ist und eine Auffangwanne für den ganzen Schleifstaub, für den schweren und auch so Flusen und was es so gibt von den Polierschwaben, von den Flanellschwaben, was es so für verschiedene Schleifelemente gibt oder Polierelemente, wo man dann die Polierpasten aufbringen kann. Ganz klar, der Dorn mit einem konischen Gewinde, so dass man immer schön zentrisch diese ganzen, ja, Medien, wo das Schleif- oder Poliermittel drauf kommt, entsprechend aufbringen kann. Und hier noch eine Lampe. Ich habe eigentlich, also die Maschine selber hat auch eine Lampe, aber ist so ein bisschen dunkel. Und ich habe hier noch so eine coole LED-Magnetfußlampe. Da kann man das richtig hell machen. Das ist ein Sponsoring von Herrn Riegel mal gewesen. Vielen lieben Dank nochmal an der Stelle. Ja. Und hier ist also dieses Netz. Ja, das ist aus Nylon. Finde ich auch gut, wenn da mal was runterfliegt, dass das, dann wird das schön so abgefedert und hat auch nicht diese Spuren, die es hinterlässt. Der Rahmen hier ist aus Plastik. Hier unter, das ist jetzt alles super sauber ausgesaugt und ausgewischt und was weiß ich, ist die Auffangwanne für das Schleifgut. Also irgendwelche Reste von Schleifscheiben reinkommen. Da ist unten so ein Tuch von Swir, das Swiffer drin. Ja, ist nicht schlecht, ne? Dann kommt das nicht so. Sonst würde das einfach durchfallen. Das kann man auch auswechseln. Dann kann man das richtig rausnehmen oder sogar ausspülen. Ja, und das sind hier so Verschlüsse, Druckverschlüsse mit Bajonett. Das ist schon eine gute Sache. Hier ist der An- und Ausschalter für die Neonröhre. Und hier ist der An- und Ausschalter für die Maschine. Der geht ja auch sofort an mit der Absaugung. Es gibt größere Maschinen, da hat man also dann auch verschiedene
Stufen, die man einstellen kann, Absaugung in verschiedenen Stufen, verschiedene Geschwindigkeiten, zum Beispiel einmal 1500 Umdrehungen und dann einmal 2000 Umdrehungen. Die hier macht, glaube ich, 1500 Umdrehungen, wenn ich mich recht entsinne. Die Maschine gibt es auch heute noch so zu kaufen. Ja. Eigentlich ist jetzt so zu der Maschine selbst alles gesagt. Ich baue jetzt mal ein bisschen das Equipment um und dann sehen wir das Ganze gleich mal ein bisschen in Aktion. Ja, jetzt habe ich mal die Maschine umgebaut. Wir fangen mal mit dem ganz klassischen Bild an, was es so gibt. So eine. Ich habe jetzt hier so eine ganz schmutzige Polierschwabbel. Die kann man auch reinigen. Hier ist jetzt an der Seite schon ganz schön was ausgefranst, ne? Das muss man also eigentlich dann auch mal beschneiden und herrichten, sodass man diese Flanellscheiben, ich glaube, das sind Flanellscheiben von Hato, dass die, weil wenn diese Fransen, diese seitlichen Fransen an Uhrengehäusen so lang schubbern, dann poliert man die Uhrengehäuse zu Brei. Ich habe hier ja so ein Schrottuhrengehäuse aus der Bastelkiste jetzt mal rausgeholt. Das ist Wurst, da sind sowieso alle Ecken und Kanten rund. Also drauf geschissen. Aber klar, ganz wichtig, wenn Kanten und sowas zu halten sind, dann ist das sehr wichtig, dass diese Schwabbeln entsprechend gepflegter sind, ganz fein, ja, beschnitten sind. Und dann gibt es noch solche Bürsten, mit denen man also zu sehr zugesetzte Bereiche von Polier, Schmadder, Schmand befreien kann und die dann damit also einmal auskämmen kann, regelrecht. Das zeige ich mal extra. Also über Polierschwabbeln und so Schleifelemente und sowas mache ich mal ein extra Video, weil das ist ein Riesenkosmos. Heute geht es einfach mal darum, diese Maschinenaktion zu sehen und das mal vorgestellt zu haben. So, ich mache die mal an. Bisschen was von der Polierpaste. Ja, da kann ich das schon. Wichtig ist, ich habe jetzt hier zwei Hände. Ja, also dass es auch einen festen Halt hat. Auch so ein bisschen über Kreuz arbeite. Sonst kriegen die Gehäuse so eine Orangenhaut, ne? Da muss man nochmal mit einer ganz feinen Polierschwabbel nachgehen, die dann nicht so zugesetzt ist mit Schmodder, Schmand. Dann kriege ich also einen super Glanz hin. Das ist schon eine dufte Sache. So, ich lasse das jetzt in Ruhe zu Ende laufen. Dann kann ich mal die Maschine, ja. Nur in die Hand nehmen und den die Polierschwabbeln oder das Poliergut oder was auch immer wechseln, ne? Diesen konischen, das ist konische Gewinne, konischen Dorn. Ich habe jetzt hier eine gummigebundene Schleifscheibe. Das kennt man im Feinuhrenbereich, wenn man Uhrwerke veredelt und dann diese Perlage aufbringt, oder bei der Deutschen Bundesbahn gab es Reisezugwagen für den Nahverkehr aus Edelstahl, mit einer Edelstahlhaut, und die hatten auch so ein Faunaugenmuster drauf, auch eine Perlage, die nannte man Silberling, und das war auch so ein Zeug, mit denen man das gemacht hat. Sehr eigentümliche Maschinen, ich habe das mal auf dem Bild gesehen. Das Zeug ist sehr, sehr giftig. Da ist es also wirklich auch, das ist Siliziumkarbid mit diesem Gummigemisch, was sollte man nicht einatmen. Das sollte sich bitte nicht in den Bronchien und in der Lunge festsetzen, weil das kann der Körper nicht abbauen, und dann ist einfach die Gefahr, dass man einen Tumor ausbildet, doch recht hoch.
Es lohnt sich auch für verschiedene Arbeiten, sich eine Mundschutzmaske, so eine FFP2-Maske oder sowas aufzusetzen. Das bringt einfach nochmal zusätzlichen Schutz, weil alles nimmt so eine Absaugung nicht weg. Manche sind ja sehr stark, aber da gibt es auch richtige Schleif- und Polierräume sonst, wo also unfassbar laut und starke Absauganlagen noch extra dazu sind. Das haben wir jetzt hier im Kleinwerkstatt-Hobbybereich nicht. Ja, also sehr wichtig. Jetzt mal hier für eine kleine Vorführung ist das okay. Die Scheibe hat einen konischen Schliff. Das ist aber, es hat einen speziellen Grund jetzt hier in der Werkstatt. Betriebsgeheimnis. Ich mach damit was Spezielles. Ist ja egal. Wir nehmen jetzt mal eine Kornzange, die pflegebedürftig ist, und schleifen die damit mal eine Runde, dass man das auch mal in Aktion sieht. Ja, das ist. Kornzangen haben ja auch schnell mal so Gratbildung an der Seite, und dann kann man sehr schnell damit Turnteile ja weiter zerkratzen oder mit schlechten Spuren versehen. Oder vorne ist eine Spitze länger als die andere. Nicht? Dass man das also wieder eintrimmt auf eine gemeinsame Länge. Und dann lassen sich die Uhrenteile auch wieder präzise anfassen. Ich mache das Tatsache mit der solche Sachen mit der Artifact-Scheibe. Ich finde das schöner. Manche schleifen das mit diesem Mü30-Papier da von 3M, aber es gibt sehr scharfe Kanten, und das ich finde das nicht gut. Aber da ist auch wieder nicht. 11 Uhrmacher, 12 Meinungen, einer ist ja immer noch schön zufrieden oder so. Alle Uhrmacher haben ja ein bisschen einen an der Murmel. Dann soll jeder das machen, wie er das für richtig hält. Ist mir egal, aber mir jetzt hier nicht reinquatschen. Ja, hier war jetzt an den Seiten auch ganz schön grad. Ist auch wichtig, ne? Manchmal sind ja Kornzangen neu und scharfkantig. Hatte ich auch schon mal. Da kann man sich richtig schneiden. Mit so einem einfachen Vorgang hat man die Kanten schnell mal entschärft. Ja, die Innenflächen, die mache ich Tatsache denn mit einem Schleifpapier und schleife das dann innen glatt. Schon habe ich also eine total wunderbar einsetzbare Kornzange. Dann noch eine Geschichte, die wichtig ist, wenn man Uhrenteile veredelt. Da hole ich mal ein Stückchen Holz, frisch aus dem Berliner Wald, und dann entsprechend zurechtgedreht. Das ist jetzt, was wir jetzt machen, ist einen Schraubenkopf polieren. Jetzt kann ich auch glücklicherweise. Na, wirst du wohl da bleiben. Jetzt kann ich auch glücklicherweise die frisch hergerichtete Kornzange wieder nutzen. Die war nämlich, die habe ich auch gefunden neulich. Die sah arg schlimm aus. So, jetzt spanne ich hier eine Schraube entsprechend mal ein. Sichere wieder die Schachtel mit den anderen Schrauben. Pack das beiseite, und dann kann das auch hier sehr schön losgehen. Wieder ein bisschen Poliermittel drauf.
Ja, das lohnt sich. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Polierdreck in der Schraube. Na, kann ich das ein bisschen besser ins Licht holen? Ja, ich denke. Aber der Schraubenkopf, also die Oberfläche ist jetzt schon sehr schön poliert. Wenn das jetzt so schön gereinigt ist, von diesen Polierrückständen entfernt ist, befreit ist, dann kann man das auch sehr schön blau anlassen. Ja, das habe ich hier auch schon mal auf YouTube gezeigt. Anlassbänkchen heißt das Video. Da sieht man das, wie ich das mache. Das kann man auch mit ganz vielen verschiedenen ja, Gerätschaften machen. Ne? Manche machen das mit einem Lötkolben, mit einem Messingeinsatz. Aber ich mache das noch mit so einer Flamme, einer Gasflamme. So. Ja, Mensch. Also, wie man sieht, ich habe jetzt drei völlig verschiedene Einsatzbereiche in der Uhrmacherei einfach mal schnell vorgeführt, für was man so etwas braucht. So eine Poliermaschine, so ein Poliermotor. Und das macht wirklich Sinn, sowas einfach da zu haben. Also kann ich nur jedem empfehlen. Ja, das war mal wieder eine neue Ausgabe von Uhrmacherwerkzeug erklärt, liebe Freunde. Und wir sehen uns hier sicherlich ganz bald wieder. In diesem Sinne, tschüss.